ich gerade so schön dabei bin, zeigen wir gleich mal ein Parfum her. Das hier ist von Versace. Das habe ich von meinem Ex-Freund bekommen. Kein Kommentar. Da hinten haben wir das von der Lynette von Desperate Housewives. Oh mein Gott, hinten. Oh, Entschuldigung. So, hinten. Das ist von Weltbild. Ja, sieht ein bisschen kitschig aus, aber ich mag es. Überhaupt wegen dem Steinchen da vorne. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. So, auf den Steinchen da. Nein, ist das Brie. Das Brie. In Duftbeschreibung bin ich nicht gut. Da bin ich voll miserabel. Das ist so ein Brief. Das wird sicher jeder aus der Modezeitung kennen, wenn er es gehabt hat im Sommer. Das ist das Playboy, das habe ich von meiner Cousine. Das Gabriella. Das ist von Essence, von der Blossoms etc. Hinten das Urban Messages. Von die Fraktigos. Eines noch von die Frosche. Gleich wird alles runterfallen. Und mein Arm tut weh, oh mein Gott. So, noch eins von Le Frosche. Das hat so einen coolen Effekt, den sieht man sogar. Das ist ein Weltwunder. Das ist von der, ich weiß gar nicht, ob man das aussprechen darf, Erotikmesse. Achi! So, hier haben wir das Lady Million. Ist noch sehr voll, sehr sparsam. Dann hier, das habe ich von Marionneau. Oder Marionaud oder was ich was. Lucky Star heißt das. Das kann man nicht lesen. Okay. Wieder eins von Essence. Von der Vampire's Love. Die Idee fand ich voll doof, bis auf das Parfum. Wieder eins von meinem Ex-Freund. Wieder kein Kommentar. Und ein Brötchen. Oh, ich habe eins vergessen. Oh Gott. Das ist von der Circus Circus. Das ist mit diesen... Na komm her da. Diesen... Pumpspenderchen. Dingens Pumpspenderchen. Naja, kann man sagen, dieses Dingens. Aber es riecht nicht lang. Da hat jeder recht gehabt, was das gesagt hat. Es riecht überhaupt nicht lang. Es riecht gut, aber es riecht zu kurz. Du riechst es und kaum ist es wieder weg. Das ist nochmal die Sammlung. Falls ihr genauere Bilder sehen wollt, werde ich euch den Link unten in die Infobox reintudeln. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.